Das provisorische Stadion in Klagenfurt-Fischl erlebt wenigstens einmal ein sportliches Highlight. Es herrscht Stimmung wie fast bei keinem Spiel der Kampfmannschaft des FC Kärnten. Man sieht Tore am Fließband von den bekanntesten Fußballmannschaften Europas. Moritz Kretschmer, defensives zentrales Mittelfeld, FC Bayern München, Deutschland. Mein Name ist Patrik Čavoš, raus aus Sparta Prag. Střední zálohu v České republice. Marco Bertoia, difensore centrale, Udinese Calcio Italia. Igor Trušin, vratar, CSKA Moskva, Russia. Marko Piazza, Vesni, Dinamo Zagreb, Hrvatska. Ich bin Gregor Amade, spiele bei SK Rapid Wien im Sturm oder im Mittelfeld und ich komme aus Österreich. Mi nombre es Xavier Lechea, juego de lateral derecho en el Fútbol Club Barcelona y vivo en España. Die beiden treffen sich gleich am Feld wieder. Rapid Wien fordert den CF Barcelona. Das ist nichts für schwache Nerven. Da wird um jeden Meter, um jeden Ball gekämpft. Einsatz pur. Es geht ja ums Prestige. Armin Mujakic, ein Freistoß-Spezialist vorbei an der Mauer. Unhaltbar. Rapid führt mit 1:0. Die Partie ausgeglichen, aber Rapid Wien mit mehr Einsatz, mehr Siegeswillen. Thomas Kubin zeigt's vor. Rapid Wien führt mit 2:0, besiegt den FC Barcelona. Und das ist zum Weinen. So weit gereist, gegen Rapid Wien verloren, das kostet Tränen. Rapid bleibt aber am Boden. Die im Ausland, die sind immer schneller. Also alle Spieler, die sind sehr schnell und technisch auch sehr gut. Von den österreichischen Mannschaften kommt überraschenderweise der FC Kärnten am weitesten. Im Spiel um Platz 3 scheint der Gegner vom Namen her zu groß, ZSK Moskau. Die Realität sieht aber anders aus. Oliver Markkautz ist nicht zu halten, 1:0. Die Zuschauer ahnen eine Sensation und sie liegen damit richtig. Hansi Povoden macht die Sensation perfekt. Der FC Kärnten gewinnt, belegt Platz 3, ein Erfolg für die Geschichtsbücher. Das ist ein Weltklasse-Ereignis. Schaut, dass wir jetzt ins Finale gekommen sind, dadurch, dass wir im Elfmeterschießen gegen Bayern verloren haben. Aber es ist so ein schönes Gefühl, jetzt, dass wir Dritter geworden sind und ZSK Moskau geschlagen haben. So hätte man die Mannschaft des FC Kärnten wohl gerne einmal jubeln gesehen. Talente waren genug zu sehen. Ich denke, in einigen Jahren werden wir dann sehen und dann Revue passieren lassen, wer eben alles hier gespielt hat. Und dann kann man schon den einen oder anderen in den diversen Top-Teams in der Kampfmannschaft sehen, vielleicht sogar im Nationalteam. Das Finale bei den U12-Teams ist eine Rutschpartie. FC Bayern in Weiß gegen Sparta Prag. Auch beim Nachwuchs ist es nicht das Jahr des FC Bayern München. Sie verlieren mit 0:1. Trotzdem, der Ausflug hat sich gelohnt. Also ich sage mal, das war bis jetzt das beste Turnier, was wir gespielt haben. Es waren hochkarätige Mannschaften da. Da ging kein Spiel außer über 2:0 aus oder 1:1 oder 0:0. Also das war ein richtig geil besetztes Turnier. Die Siegerehrung in der Champions League professionell mit den Stars von morgen am Podest.